Gegen alle Mauern. Unangepasste Jugendliche in der DDR. Ein Podcast der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Ihr hört die dritte Folge dieses Podcasts. Ich bin Martin Becker. Hallo. Diesmal wird es ziemlich wüst. Wir erleben explodierende Radios und Bands, die anderthalb Stunden nach ihrer Gründung schon auf der Bühne stehen. Das Schreckgespenst namens Punk ist der Titel dieser Ausgabe und dafür gehen wir nach Leipzig und Berlin in den frühen 80ern. Wir lernen Chaos und Panko kennen, beide Gründer von Punkbands der ersten Stunde in der DDR. Beide sind für ihre Musik und für ihren Lebensstil von der Stasi mit brutalen Methoden verfolgt worden und haben sich doch nicht brechen lassen. Eine Geschichte von Musik und Widerstand, zusammengestellt von Tabea Sörgel. Da habe ich einfach gesagt, okay, lass uns eine Punkband machen, die erste von Leipzig. Name ist Wutanfall. Ich bin Chaos am Gesang, du bist Rotz am Schlagzeug und du bist Typhus an der Gitarre. Ende. Und das ist, was bei Punk natürlich auch attraktiv ist. Es ist laut. Es gibt im Idealfall auch eine E-Gitarre. Es ist aber nochmal irgendwie dreckiger, dilettantischer und erfordert auch nicht mal ein Blues-Schema. Also man kann einfach loslegen und das ist sicherlich auch ein Stück weit Demokratisierung einer Musikkultur, die bisher halt auch gewisse handwerkliche Fähigkeiten erforderte. Das hieß, dass ich so sein darf, wie ich bin. Das hieß, dass ich genau so sein darf, wie ich mich fühle. Voller Aggression und ohne Antworten, aber gegen alles. Das hieß, ich hasse euch alle. Ich hasse diesen scheiß Staat, ich hasse diese scheiß Spießer, ich hasse diese ganzen angepassten Jugendlichen, die so tun, als wenn wirklich aber trotzdem angepasst sind. So wurde Punk geworden. Wenn man sich einmal zum Punk-Sein bekannt hatte, dann war es das. Ja? Dann war man draußen. Und das war halt sagen so die radikalste Absage, die es innerhalb der DDR-Jugendkultur je an diesen Staat gegeben hatte. Und entsprechend massiv reagiert dann nochmal spät in der DDR. Sie war schon als Staat relativ schwach, die Staatsmacht. Mit Chaos fängt alles an, wortwörtlich. 1964 wird Jürgen Gutjahr im industriellen Leipziger Stadtteil Plagwitz geboren. Seine Eltern arbeiten beide bei der Reichsbahn. Irgendwann steht seine Mutter im Zimmer, ist entsetzt über die Unordnung und sagt: Das ist kein Chaos, du bist Chaos. Seitdem heißt er so. Niemand nennt ihn mehr Jürgen. Seine Band Wutanfall gründet er 1981. Zwischen Gründung und dem ersten Konzert der Punkband vergehen gerade mal anderthalb Stunden. Als Showeinlage soll ein altes Röhrenradio explodieren. Es kamen vielleicht irgendwie 12 bis 15 Leute. Der Raum war vielleicht 20 Quadratmeter groß. Da wurde abgesperrt in der Mitte mit einer Wäscheleine. An der Decke hatte ich einen Faden mit einem Brötchen dran gehangen. Wir haben dann einfach losgelegt. Und das war für mich so ein Ereignis, wo ich bin dermaßen abgedreht, dass ich in diesem Zustand der, sagen wir mal, Bewusstseinserweiterung so einen ganz großen Frieden fand. So eine ganz große Unabhängigkeit und Erfüllung. Ein Song hieß Hunger. Und deshalb bin ich immer nach dem Brötchen gesprungen und versucht, da reinzubeißen. Leider hat die Explosion mit dem Radio nicht geklappt. Aber für den Fall hatte ich halt eine Axt dabei und habe es dann am Ende pulverisiert. Da amüsiert man sich heute drüber, wenn man in den Stasi-Unterlagen diese hilflosen Versuche liest, wie Stasi-Leute versucht haben, das in Worte zu fassen, was da passiert. Im Grunde ist es, man kann das eigentlich nur mit dem Wort Schock bezeichnen. Das war ein wirklich kollektiver Schock, den die Punkmusik und die Punkbewegung und die Punk-Outfits ausgelöst haben. Auf den Schock über das Aufkommen der Punkbewegung in der DDR folgt unerbittliche Aggression.
Jochen Voigt, Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt, erklärt, warum der Staat mit solcher Härte gegen die Bands und ihre Mitglieder vorgeht. Weil die Punks als Auswuchs einer dekadenten westlichen Gesellschaft galten. Punks galt als der Bodensatz des Kapitalismus. Das waren diejenigen, die nichts wollten, außer abhängen, außer chillen, würde man heute sagen, die keinerlei Motivation gezeigt haben, arbeiten zu gehen, die keinerlei Motivation gezeigt haben, sich anzupassen. Deswegen auch diese Furcht vor diesen etwas schrilleren Outfits. Ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt mit politischen Botschaften zu tun hatte, die man da vielleicht herauslesen konnte aus den Texten, die gesungen haben zum Beispiel, sondern diese Mühe haben sich die wenigsten, glaube ich, gemacht, auch bei der Stasi nicht, sondern es war wirklich ein Schreckgespenst. Also ein Schreckgespenst geht um in der DDR, das ist der Punk. Auch Chaos, Sänger der Leipziger Band Wutanfall, bekommt die staatlichen Repressionen schnell zu spüren. Er macht damals eine Lehre als Bautischler und ist oft nicht pünktlich, vollkommen unverschuldet, wie er sich erinnert. In meiner Lehre gab es immer wieder für mich selbst Zeiten, wo ich zu spät kam und da abgetadelt wurde. Ich wurde mit Strafmaßnahmen, wurde mir auferlegt und dergleichen. Und mir ist letztens eingefallen, wie das eigentlich gekommen ist. Und zwar war es so, dass früh um 5:30 ich da los bin zum Busbahnhof. Und der Bus fuhr eigentlich durch bis zu meiner damaligen Ausbildungsstelle. Und was leider eben ganz oft der Fall war, dass mich der Busfahrer nicht mitgenommen hat. Er hat gesagt, so wie die aussieht, kommst du ja nicht rein. Ich bin für die Sicherheit meiner Fahrgäste zuständig. Und da stand ich da im Dunkel und im Regen, musste auf den nächsten, auf den übernächsten Bus warten. Und jeden, den ich das erzählt habe, auf der Arbeit, wie auch meine Eltern, sagen, du spinnst wohl, so ein Quatsch. Ja, so war das. Ja. Und auch in der Ausbildung war es eben so, dass man, verbal wurde man gemobbt. Ich wurde mit Strafaufgaben belegt. Wenn andere in die Pause gingen, dann wurde ich verpflichtet, kübelweise Fensterkit mit den Händen zu kneten. Völlig sinnfreie Aufgaben für eine Pause, die mir zustand. Die Staatssicherheit schießt sich auf Chaos ein. Immer wieder muss er zu Verhören antreten und wird dabei nicht nur psychisch unter Druck gesetzt. Wenn man nicht erscheint, wird man zugeführt, also abgeholt. Und meine extreme Trotzigkeit und meine Art, mit den Leuten da umzugehen, also daraus erfolgte recht schnell, dass ich eben geschlagen wurde. Und das recht massiv. Das fing relativ harmlos an. Es gab Schläge ins Gesicht. Dann gab es eine Situation, die ich auch nicht vergessen kann. Der Vernehmer fragte mich, Chaos, haben deine Eltern einen Garten? Ich sagte, nö. Aber du weißt, was ein Rasen ist. Ich sagte, ja. So, und sagt, stell dir vor, wenn dieser Rasen, das ist die sozialistische Gesellschaft. Und beim Rasen passiert es eben immer mal, dass Unkraut durchkommt. Und ihr seid das Unkraut. Und was macht man mit Unkraut? Dazu kam, dass ich speziell bei den ersten Verhören war es mir verboten, den Vernehmer anzuschauen. Man musste seine Hände, die Handflächen unter die Oberschenkel und nach unten gucken. Und dem Verhör war es so, nachdem er das mir mit seinem Rasen da erzählt hatte, dass der hinter mir lang ging, ein, zwei Mal. Und dann urplötzlich an der Lehne mich nach hinten zog, dass ich nach hinten gefallen bin. Also es sind so, das diente natürlich der Einschüchterung, der Zersetzung und dergleichen. Ja. Und jeder Erwachsene in der Straßenbahn, im U-Bahn, hat mich irgendwie, nicht jeder, aber viele haben mich irgendwie angemacht.
Das kam auch zu Handgreiflichkeiten, dass die mir wirklich in die Haare gefasst haben und so. Also da passierte schon viel. Später kam ja immer der Spruch, euch müsste man alle vergasen. Also, aber das war für mich natürlich ein Riesenvorteil, diese Reibungsfläche permanent. Und daran bin ich gewachsen, an dieser Reibungsfläche. Michael Böhlke, ebenfalls Jahrgang 1964, bekommt den Spitznamen Pankow, wie der gleichnamige Berliner Stadtteil, aus dem er kommt. Als er die Sex Pistols für sich entdeckt, ist für ihn klar, so will er auch sein. 1980 wird er Sänger von Planlos. Die Punkband probt in einem mit Matratzen ausgelegten Kohlenkeller. Ich glaube, wir haben uns eher so verstanden, wir haben einen politischen Auftrag. Und der politische Auftrag war, wir wollen das System verändern. Und uns war ja klar, sobald wir das Haus verlassen, geht der Diskurs los. Und uns war klar, wir brauchen Argumente. Also jeder Typ auf der Straße, überall, die Befragung mit der Stasi, mit den Bullen, überall brauchst du Argumente. Das heißt also, wir müssen belesen sein. Dann fing ich mit ihm an, Bakunin zu lesen und so weiter, also die Anarchisten. Und im Osten hat jeder gesoffen, auch jeder Jugendliche und so. Und die waren dann immer irgendwie steif. Und dann haben wir gedacht, nee, so wollen wir nicht sein. Wir müssen in jedem Moment präsent sein und das zum Ausdruck bringen, was wir denken. Also wir haben uns eigentlich als Führungsriege verstanden. Wir haben wirklich gedacht, wir sind die Schönsten, die Klügsten. Also besser geht eigentlich nicht. Pankow ist von Anfang an vorsichtig. Seine staatskritischen Songtexte lernt er auswendig und verbrennt das Papier danach. Ich wusste vor dem Konzert, wenn es dumm läuft, gehe ich nach dem Konzert in den Knast. Wenn ich das singe, was wir da singen, also was wir, die Texte, die wir hatten, die waren ja nicht nur staatskritisch, die waren ja staatsfeindlich. Und das war mir schon klar damals, obwohl damals noch, glaube ich, gar keinen Zugriff von der Stasi und MFS gab. Also die Stasi hat uns ja relativ spät erst wahrgenommen. Die waren ja auch Schnarchnasen. Zum Anfang war es immer erst die Bullen, die uns ständig kontrolliert haben, weil die nicht wussten, was sind die für Typen da. Um damals eine sogenannte Spielerlaubnis zu erhalten, muss man vor einer Kommission vorspielen, die über Outfit, Musik und die politische Konformität der Texte urteilt. Punks haben da natürlich keine Chance. Die Musik, die Pankow und Kollegen machen, ist für den Staat also grundsätzlich illegal. Die haben das als einen Auswuchs westlicher Dekadenz gesehen. Das wurde von der Stasi bezeichnet als feindlich-dekadente Elemente, feindlich-dekadente Jugendliche oder negativ-dekadente Jugendliche. Das waren so Bezeichnungen, wenn man so gar nicht mehr wusste, wohin mit denen. Man kannte das, wie gesagt, aus Fernsehbildern aus dem Westen, vor Bahnhofsgebäuden rumlungernde Jugendliche, die fragten, hast du mal eine Mark? Das war eigentlich Symbol für den Westen, für den verkommenen Kapitalismus, wo Drogen, Prostitution und Strom getan dominant waren. Das wollte man im Osten nicht haben. Das war etwas, was genau wie der Faschismus in der DDR als nicht existent gegolten hat. Und plötzlich hat man es vor der Haustür, plötzlich sieht man es an der U-Bahn-Station in Ost-Berlin und das musste ausgemerzt werden. Für Pankow gehören bald Verhöre und Verhaftungen zum Alltag. Seine damalige Freundin trifft es noch härter. Weil ein Textbuch bei ihr gefunden wird, muss sie für 1,5 Jahre ins Gefängnis. Keine Frage, es sind viele Jugendliche bei diesem Machtgerangel zwischen Staat und jugendkulturellen Strömungen auf der Strecke geblieben. Es sind viele Opfer geworden dieser Entwicklung, manchmal wegen lächerlichsten Sachen. Bernd Lindner ist Historiker und Soziologe und arbeitet bis 1990 am Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig. Später ist er über 20 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Das heißt, die dann Punks waren, wenn sie Jungs waren, wurden entweder kriminalisiert, gab es immer was, was man so finden konnte, ne? Oder wurden zur NVA eingezogen oder wurden in den Westen abgeschoben, wenn sie zu renitent waren. Bei Mädchen war es schon ein bisschen schwieriger, aber da hofft man ja, die kriegen dann Kinder und dann wären sie normal und so. Ne? Aber man war sozusagen für die Gesellschaft unbrauchbar gewesen geworden. Man hat sich selber unbrauchbar gemacht und das mit Vorsatz. Und das mochte die DDR überhaupt nicht. Auch Jürgen Gutjahr, genannt Chaos, wird für seine Art zu leben massiv unter Druck gesetzt. Eines Tages während seiner Lehre erscheinen einige Männer in Zivil bei der Arbeit. Sie durchsuchen seinen Spind, zwingen ihn zu sich ins Auto und fahren los. Während der Fahrt provozieren sie Chaos, unentwegt. Es ging dann immer mehr unter die Gürtellinie, bis hin, dass er zu mir sagte, weißt du, was du bist, Chaos?
du bist unwertes Leben. Und da ist bei mir so eine Sicherung durchgebrannt oder der hat mich die ganze Zeit vollgelabert. Und ich habe gesagt, halt die Fresse. Und da gab es so eine Art Vollbremsung. Sind die drei ausgestiegen zum Kofferraum, kamen wieder zurück und haben mir einen Stoffsack über den Kopf gestülpt und hier hinten am Nacken arretiert, festgebunden. Ich konnte also schwer Luft kriegen, konnte nichts sehen. Der hat mir dann mit der Faust eine ins Gesicht geschlagen und es ging mit Highspeed irgendwo hin. Wir kamen dann irgendwo an und ich merkte, es war reicher Boden, es waren Äste, es war ein Waldstück. Die haben mich rausgezerrt, haben mich auf den Boden geschmissen und haben mich mit Füßen, Händen und Stöcken verprügelt. Aufs Massivste. Ich lag in so einer Embryostellung und wollte mein Gesicht schützen, hatte die Handschellen davor und er hat halt mit dem Fuß volle Kanone dagegen getreten, dass mir das Gesicht aufgeplatzt ist. Ne? Ich wurde mehrmals besinnungslos, habe also das nicht mehr richtig realisiert. Und dann habe ich gemerkt, wie einer mit seinem Stiefel auf meinen Kopf stand, den sozusagen wie arretiert hat. Ich habe also bis heute am Ohr da noch einen Schaden von. Die Schläge hörten auf und ich merkte, wie mir ein Hals so ein kaltes Metall raufgedrückt wurde. Die haben dann noch irgendwas gesagt, ich habe nicht verstanden, was. Und dann wurde weiter geprügelt. Ich bin, glaube ich, dreimal oder so ohnmächtig geworden. Man hat mich dann wieder in das Auto verfrachtet. Man hat dann die Mannschaft gewechselt. Ich bin in einer Zelle aufgewacht, habe mich übergeben müssen, war völlig fertig. Durch die ganzen Platzwunden und durch den ganzen Irrsinn, was die da veranstaltet haben, habe ich extrem geblutet. Und die mussten mich in eine Notaufnahme, in ein Krankenhaus fahren, was übrigens auch kein normales Krankenhaus war, die hatten ihre eigenen. Michael Pankow-Bülke erinnert sich ebenfalls an den staatlichen Zwang, dem er in den 80ern ausgesetzt ist, aber auch an die Rebellion dagegen. Es gab dann so verschiedene Strategien, die Punks wegzukriegen von der Straße, aus dem öffentlichen Raum. Für uns war klar als planlos, wir haben klare Aussage gehabt, wir dürfen nicht auf den Alexanderplatz, wir hatten Alexanderplatzverbot. Für uns war natürlich klar, genau da gehen wir hin. Da sind die Westtouristen, da sind die alle. Und wir wollen ja wahrgenommen werden, also sind wir genau dahin gegangen. Und darum sind wir auch jeden Tag festgenommen worden, weil wir da nicht sein durften. Und dann sind ja viele Punks, das war eine Strategie, entweder unter Druck setzen, dass sie unterschreiben für die Stasi, also sozusagen diese Infiltrieren, dass man nicht mehr gesagt hat, wir setzen Leute aus der Stadtsicherheit in die Szene, sondern wir gewinnen die Leute selbst, die für uns arbeiten. Das war ja die neue Strategie, die im großen Stile funktioniert hat. Also ist ja unfassbar viele Punkbands aus dem Osten waren ja infiltriert. Im Fall von Pankow greift der Staat auf die ihm eigene Weise durch. 1983 wird er zwangsweise zum Wehrdienst bei der NVA eingezogen. Doch so hart die Maßnahmen sein mögen, sie führen auch dazu, dass sich die Opposition der andersdenkenden jungen Menschen verstärkt. Zumindest im inneren Bewusstsein, das heißt, die DDR hat massiv in den Mitte-70er Jahren, 80er Jahren ihre Jugend verloren. Ich war in dieser Jugendforschung und wir hatten dann so auch Dauerfragestellungen, so Verbundenheit mit der DDR und Führungsrolle der SED und so weiter. Und die Werte, die gingen radikal in den Keller. Die sind dann nur Mitte der 80er Jahre nochmal aufgefangen worden durch Gorbatschow. Chaos stellt 1984 einen Ausreiseantrag nach West-Berlin. Der Prozess erweist sich als langwierig. Er wird mit Arbeitsverboten, Observationen und Strafanzeigen zermürbt. Erst im Mai 1989 darf Chaos die DDR verlassen. Pankow arbeitet seine Vergangenheit als Punk später in vielfältiger Weise auf. Beispielsweise mit einer Ausstellung, die international Beachtung findet. Ihr Titel? Ostpunk. Too much future.
Das waren Jürgen Gutjahr und Michael Böhlke, genannt Chaos und Panko, über ihre Punkzeit in der DDR, flankiert übrigens wie in jeder Ausgabe von wunderbaren Experten, in diesem Fall Jochen Voigt und Bernd Lindner. Auch beim nächsten Mal bleiben wir musikalisch beim Punk. An den Rand gedrängt heißt die Folge. Und Anne Hahn und Bernd Stracke erinnern sich an ihre Jugendjahre zwischen anderen bunten Leuten und den grauen staatlichen Repressionen, die übrigens für die ganze Familie gefährlich werden konnten, wie Bernd Stracke weiß. Die hatten sich jetzt gerade auch engagiert, meine Eltern. Und es ging jetzt irgendwo mit dieser schizophrenen Situation. Hatten sich da ihre kleine Freiheit im Bungalow an der Ostsee oder in der Wohnung mit dem Westfernsehen eingerichtet. Und jetzt war das ja in Gefahr. Weil wenn ich jetzt irgendwie total querschieße, dann färbt sich das sofort auf die Familie ab. Also es war ja wie so eine Sippenbeschuldigung, die da kam. Das war Gegen alle Mauern, unangepasste Jugendliche in der DDR für heute. Eine Produktion von Musealis im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Zusammenstellung dieser Ausgabe: Tabea Sörgel. Technik: Friedhelm Mund. Sprecherin: Johanna Geißler. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wir freuen uns über Feedback unter büro@bundesstiftung-aufarbeitung.de. Ich bin Martin Becker. Tschüss.